Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Brandenburger an den Bildschirmen. Unsere Fraktion AfD fordert mit dem vorliegenden Antrag mit dem Titel Sparpauschbetrag stärker erhöhen, der Inflation entgegenwirken, die Landesregierung auf, mit einer Bundesratsinitiative endlich tätig zu werden, mit dem Ziel, den Sparpauschbetrag wirksam zu erhöhen. Es ist nach unserer Auffassung und auch meine persönliche Auffassung mehr als hohe Zeit, den Sparerpauschbetrag anzuheben. Auf eine Höhe, die spürbar eine Entlastung bringt, und so lautet unser Vorschlag in unserem Antrag, ledige die Anhebung auf 3.000 Euro und Verheiratete auf 6.000 Euro. Es sprechen mehrere Gründe dafür, denn dieser Schritt ist längst überfällig. Wir haben eine starke Inflation. Jeder Bürger spürt das täglich beim Einkauf, an der Tankstelle, bei den Energiekosten. Die Tendenz ist leider weiter steigend. Und schon deshalb gebietet es den staatlichen Schutz des Sparers in Form einer Erhöhung des Sparpauschbetrages, um die Sparer an dieser Stelle spürbar zu entlasten. Hohe Inflationen weckt bei uns Deutschen immer noch die Urängste. In Erinnerung an die Hyperinflation des Jahres 1923 mit allen gesellschaftlichen Folgen. Das ist richtig, aber ich kann mich erinnern, weil meine Mutter zu dem Zeitpunkt gelebt hat und mir sehr, sehr viel, sie war damals 17, sehr bewusst schon erzählt hat, wie das war. Und deshalb gibt es in Familien immer noch diese Erzählweise und diese Historie ist dann eben einfach da. Die EZB müsste eigentlich im Sinne der Preisstabilität längst handeln und aus Rücksichtnahme auf die hochverschuldeten Länder im Süden, wie zum Beispiel Griechenland oder Italien, ist von dieser Stelle kein wirksames Gegensteuern zu erwarten. Und deshalb ist hier der Nationalstaat gefragt, endlich wirksame Mittel zum Schutz der Sparer zu ergreifen. Die Sparer, die mit ihren Geldanlagen ihre dritte Säule zur Sicherung ihrer Alterseinkünfte aufbauen wollen, verdienen den Schutz des Staates und dürfen nicht weiter geschröpft werden. Im Wahlkampf war ja viel die Rede Respekt gegenüber dem Bürger. Die Ampelkoalition plant für 2023 die Erhöhung des Sparerpauschbetrages für ledige, man höre und staune, auf 1.000 Euro und für Verheiratete auf 2.000 Euro. Ist das der Ausdruck von Respekt gegenüber dem Sparer? Fragezeichen. Diese Minimalanhöhung, ist das der Ausdruck von Fortschritt? Großes Fragezeichen. Mit Respekt und Fortschrittsgedanken, so das Versprechen der Ampelkoalition an die Bürger, soll Deutschland in eine gute und sichere Zukunft geführt werden. Sorry, aber was hier die Ampel für die Sparer plant, das ist Mut und kraftlos und entspricht in keinster Weise den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Respekt und Fortschrittsgedanken müssen gelebt werden und dürfen nicht zu leeren Worthülsen im Wahlkampf verkommen. Aber es gibt ja einen Blick in unsere jüngere Geschichte. Ich gehe nicht nur nach 1923, sondern und es gab einmal eine Zeit, wo Respekt und Anerkennung des Sparers vorhanden war. Zwischen 1993 und 1999 lag der Sparerpauschfreibetrag für ledige bei 6.000 D-Mark und für Verheiratete bei 12.000 D-Mark. Das war bekanntlich zu Zeiten von Kanzler Kohl von der CDU. Mit unserem heutigen Antrag würden wir lediglich auf das Niveau der Jahre 93 bis 99 wiederkommen. Wir fordern deshalb die Landesregierung auf, stellen Sie sich an die Seite der Sparer, zeigen Sie den Respekt, indem Sie eine Bundesratsinitiative sofort starten. Das wäre gelebter Respekt sowie eine fortschrittliche, auf Nachhaltigkeit angelegte Politik. Ich bitte um Zustimmung. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zu dem Redebeitrag für die. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und falls unser Kanal mal gelöscht oder gesperrt wird, alle Beiträge finden Sie auch auf Telegram. Die Links sind unten in der Videobeschreibung.